Wie in jedem Semester gibt es an der Fachhochschule Kiel die interdisziplinären Wochen, kurz IDW. Für 2 Wochen werden mitten im Semester alle Vorlesungen unterbrochen und es gibt diverse Veranstaltungen, Vorträge und Workshops zu verschiedensten Themen. Aber dieses Jahr ist alles anders. Christian Paulsen organisiert die IDW in diesem Semester zum ersten Mal unter Lockdown-Bedingungen. Unsere Arbeit besteht diese IDW vor allem, die Umstellung auf die Online-Lehre irgendwie zu koordinieren, die Dozenten zur Seite zu stehen und auch die Studierenden so gut wie möglich darauf vorzubereiten, an vielen Veranstaltungen teilzunehmen. In den letzten IDW war es so, dass wir maximal 2 Online-Webinare hatten. Dieses Mal ist es so, dass wir versucht haben, alles online stattfinden zu lassen. Nur wenige Veranstaltungen finden auch noch in Präsenz statt. Corona-Bedingungen machen das Ganze ein bisschen schwierig. Also die vergangenen Jahre waren definitiv einfacher. Gerade Abstandsregelungen und beim Schrauben, da hängt man doch echt mal mit dem Köpfen aneinander und versucht irgendwie Teile auseinander zu bekommen. Das ist alles ein bisschen schwieriger durch die Abstandsbedingungen mit Maske, mit Handschuhen. Aber ich denke, wir tun unser Bestes, dass wir möglichst trotz Corona-Auflagen effektiv und professionell arbeiten können. Eine Veranstaltung wie die unter Corona-Bedingungen durchführen zu können, ist sehr schwierig. Wir haben eben extra nochmal beim Frisieren einen Antrag gestellt, ob es möglich ist, dass diese Studenten am Auto schrauben können, denn es gilt ja eine Abstandsregel. Ja, nach Möglichkeit Abstände halten, auch drin, wo wir die Kleinteile bearbeiten. Abstand halten, Maske tragen, Handschuhe, alles desinfizieren. Hier ist unsere Hygienestation, etwas im Ensemble von Bohrmaschine und Kaffeemaschine. Aber ganz wichtig ist, dass die Leute beim Arbeiten FFP2-Masken tragen. Wir haben noch deutlich mehr im Vorrat und auch Handschuhe. Und dass auch jedes Mal vor Entnahme von Masken insbesondere die Hände desinfiziert werden. Es läuft erstaunlich gut eigentlich. Es gab Probleme, das konnten wir kurzerhand lösen und für die CDW quasi klären. Bei uns waren die Herausforderungen natürlich ein Medium, was eigentlich von sozialem Kontakt lebt. Also jeder, der es weiß und schon mal mitgemacht hat, das Radio ist ein Medium, was von dem Miteinander zwischen ganz vielen verschiedenen Menschen und Redaktionsmitgliedern lebt. Irgendwie, was auch immer so der Inhalt unseres Radiokurses war. Das heißt also, 20 Leute für eine Radiosendung gemeinschaftlich ans Arbeiten zu kriegen, die dann überall verteilt hier saßen, aber sich immer wieder getroffen und ausgetauscht haben. So ein Format letzten Endes in diese, sage ich jetzt mal, Videokonferenz-Zoom-Welt zu überführen. Und wir haben da jetzt einen, wie ich finde, relativ schönen Ansatz für gefunden, so eine Hybridform. Das heißt also, hier wirklich vor Ort sind nur ganz, ganz wenige Leute, also die man unbedingt braucht, den sogenannten Sendungstechniker oder Sendungsfahrer, das heißt der die Knöpfe am Pult bedient und die 2 Moderatoren. Und alle anderen liefern ihren Content sozusagen von außen, von ihrem Zuhause per Sprachnachricht oder per andere Aufzeichnung zu. Und ja, hätte ich gar nicht gedacht, dass es so gut funktioniert, aber die setzen das ganz toll um. Wunderbar. Ziel ist eigentlich, dass wir auch in den nächsten IDW viele Veranstaltungen online anbieten können. Das ist bei den Studenten im Moment sehr beliebt. Und wenn es sich gerade um Vorlesungen oder Vorträge handelt, lassen sich diese auch oft sehr gut online durchführen und wir können viele Teilnehmer zu diesen Veranstaltungen zulassen. Wie wir sehen, gibt sich Christian Paulsen mit seinem Team und die gesamte FH Kiel alle Mühe, die Veranstaltungen trotz aller Schwierigkeiten auf so kreative Weise stattfinden zu lassen.